Ich habe jetzt auf den Weg nach unten überlegt, lade ich das Video hoch oder lade ich es nicht hoch? Es bleibt einfach mit Überraschungseffekt. Einen schönen guten Morgen, meine Lieben. Wir haben es, jetzt muss ich auf die Uhr gucken, 5.45 Uhr, also nicht ganz, 5.40 Uhr. Ich bin hier in Hain und werde jetzt hoch auf den Hochwald gehen zum Sonnenaufgang. Und dann nehme ich euch mit. Wir brauchen knapp eine halbe Stunde, 40 Minuten müssen wir rechnen. Es sind nicht ganz 2 Kilometer, also würde ich sagen, los geht's. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich habe die Stirnlampe mit. Und schauen mal. Also, ab geht er. So. Letzte Straßenlaterne. Stirnlampe an und weiter geht's. Aber guck mal, da unten. Puh. Es geht schon sehr steil. Ja. Ich hoffe, ihr hört es an meiner Atmung. Es wird bald flacher. Ein sehr steiler Einstieg, aber dafür vielleicht dann hinten raus nicht mehr so ganz so krass. Seht ihr das? Vielleicht auch nicht. Es ist wahnsinniger Nebel. Also auch schon hier. Ihr seht es vielleicht einmal an dem Lichtstrahl. Genau. Und wir sind jetzt knapp bei 470, 480 Höhenmetern. Oben angekommen sind es dann 749, glaube ich, habe ich gelesen. Also, ordentliche Höhe. Ich hoffe, ich stehe da oben nicht ganz im Nebel. Wir sehen tatsächlich den Sonnenaufgang. Aber wir warten ab, nicht, dass man komplett oben in den Wolken steht. Vielleicht wird es schon etwas heller, wie ihr sehen könnt. Ich habe mal geschaut, ich hoffe, ihr seht mich, wahrscheinlich nicht, schon mal geschaut. Es sind nur noch 850 Meter. Ich habe den Google-Weg gewählt. Geradewegs nach oben, asphaltierter Weg. Und auch der kürzeste. Laut Google doch nur knappe 30 Minuten. Und jetzt habe ich nur noch knapp 15 Minuten vor mir. Das heißt, ich komme 10 nach 6 oben auf dem Hochwald an. Demzufolge, wenn keine Wolken oben sind, dürfte mir das entgegenkommen mit dem Sonnenaufgang. Lichtverhältnisse sind nicht die besten. Guck mal. Nebel. Nebel. Ja. Sobald ich die Stirnlampe anmache, sehe ich selber gar nicht mehr so weit. Deswegen laufe ich jetzt ohne Stirnlampe. Und habe noch knappe 500 Meter vor mir. Dann bin ich auch schon oben. Etwas langweilig jetzt. Viel Blabla, es ist noch dunkel. Ihr könnt nicht viel sehen. Wahrscheinlich weniger als ich jetzt gerade. Meine Augen haben sich an die Dunkelheit gewöhnt. So, wir haben keine 200 Meter mehr. Das heißt, wir sind gleich oben. Und jetzt guck mal. Nebel. Wir können nur hoffen, dass die Sonne den noch mal ein bisschen ins Tal drückt. Ich befürchte aber eher nicht. Wahrscheinlich wird es ein Sonnenaufgang im Nebel werden. Jetzt gucken wir mal hier. Hochwaldbade. 2 Minuten, dann sind wir da. Jawohl. Dann haben wir es geschafft. Komm, ruf. Guckt mal, die Hochwaldbaute. Wir sind oben an der Hochwaldbaute angekommen. Jetzt suchen wir uns einen schönen Platz, der auch etwas windgeschützt ist. Ganz wichtig. Denn es kann durchaus sein, dass dann hier wieder leicht der Wind losgeht, sobald die Sonne aufgeht. Aktuell ist es sehr windstill. Also, wir lassen uns überraschen. Doch, ich muss euch sagen, hier oben ist es etwas klarer. Die Chancen stehen gut, würde ich sagen. So, wie war die Sache mit dem Wind? Schon geht's los.
ist doch etwas pfiffig hier oben. Und guck mal hier, noch ein Klecks Schnee. Da sind schon die tschechischen Wanderschilder. Okay, ich würde sagen, wir warten hier und suchen uns eine Windstuhlecke. Sonne müsste in der Richtung da drüben aufgehen. Logischerweise Osten. Hier pfeift es aber ganz schön. Dann setzen wir uns mal hier hin. Im Übrigen, hier ist es etwas leicht angefroren. Also könnt ihr das sehen? Es ist etwas glatt hier, überfroren, es ist richtig reif, kann man sagen. So. Wichtig, nehmt euch immer eine Jacke mit, die ihr auch drüber ziehen könnt nach dem Laufen. Denn jetzt kühlt der Körper wieder runter, ihr seid nicht mehr in Bewegung und dann kann es richtig frisch werden. Deswegen auch am besten Jacken etwas auf, schon dann nach dem Loslaufen, dass man nicht zu sehr schwitzt. Ja, kann ich euch nur ans Herz legen. Und wir gucken mal, haben wir es jetzt 6.10 Uhr. 6.10 Uhr und wir haben laut der Zeit, die angesagt ist zum Sonnenaufgang, noch knappe 20 bis 25 Minuten Zeit. Dann sollte es losgehen und guck mal, hier scheint es etwas aufzureißen. Die Wolken ziehen. Ja. Mal dahin. Das sieht schon ganz gut aus. So, wir gehen jetzt mal hier die Stufen hoch, gucken uns da oben das nochmal an, würde ich sagen. Guck mal, Ort ist sicherlich auch mal lohnenswert, wenn man was essen möchte, wenn sie geöffnet hat. Ihr seht ihr nichts. Hergekommen. Da haben wir Hain. Und da drüben ist Jonsdorf drin. So. Also, es geht auch ganz gut, würde ich sagen. Warten wir noch auf die Sonne. Wenn die Sonne oben ist, es ist relativ kalt. Wir haben 0 Grad. Minimum. Hier müssten es schon Minusgrade sein. Hier oben frieren fast die Finger ab. Ich habe keine Handschuhe mit. Ich dachte, für die Kürze der Würze brauche ich keine. Aber schlauer ist man immer danach. Wir warten jetzt noch auf die Sonne und dann aber geht's ratzifatzi wieder nach unten, würde ich sagen. Und übrigens, das ist die tschechische Seite hier drüben. So, wir haben es jetzt eigentlich durch. Die Zeit ist herangekommen, wo die Sonne aufgeht. Aber ihr seht es bei mir im Hintergrund, ihr habt es gerade gesehen, es liegen oberhalb noch einige Wolken, weshalb wahrscheinlich die Sonne nicht durchkommt. Aber ein paar Minuten bleibe ich noch, dann wird es mir langsam zu früh, und dann gehe ich runter. Dann zeige ich euch noch ein Stückchen Rückweg. Und dann geht es heute nämlich nochmal in die Mühlsteinbrüche. Aber das werdet ihr, denke ich, im nächsten Video sehen. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Deshalb lasst euch einfach überraschen. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn jetzt hier nicht viel passiert ist, lasst gerne ein Däumchen da.
Und wichtig ist, behaltet immer das Wetter im Auge, wenn ihr solche Touren macht. Gerade zum Sonnenaufgang, das Wetter ist ausschlaggebend. Es hätte können passen, aber genau da hinten die Ecke ist eben bewölkt. Schlechte Vorbereitung meinerseits vielleicht oder einfach auch manchmal Pech. So, dann zieht es sich wieder zu, aber ich habe die Hoffnung, wenn jetzt die Wölkchen hier vielleicht doch nochmal wegziehen, dass da ja dann doch mal etwas von der Sonne abbekommen oder eben nicht. Ich hätte müssen, ich habe aufs Wetter geschaut, morgen ist komplett Sonne, heute ist Sonne Wolkenmix, ich hatte Hoffnung, aber wie man sieht, die Wolken steigen auf, also ich glaube, hier wird nichts mehr passieren heute. Ich denke, wenn jetzt nicht ein Fünkchen Sonne durchkommt, gehen wir wieder runter. Es ist jetzt 7 Uhr. Ihr seht, ich habe den Rucksack auf. Es wird wohl nichts mit Sonne jetzt. Vielleicht gehe ich morgen nochmal, wenn es mich rabbelt. Aber lassen uns mal überraschen. Es ist leider nichts geworden. Schade. Ich gehe jetzt noch ein Stück nach unten. Ich nehme euch mit. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, kurzer Weg auf den Hochwald im Dunkeln, kann man sagen. Und bei ordentlich Wolken. Wenn euch sowas gefällt und Spaß macht, macht es selber mal. Es ist kalt, nehmt euch warme Sachen mit, was Warmes zu trinken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, natürlich auch unseren Kanal abonnieren bitte, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ich gehe jetzt runter und nehme euch noch ein Stück mit und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Da geht der Weg lang. Leute, ist der Weg steil. Junge, Junge, Junge. Also runter zu. Muss man aufpassen, dass man nicht ins Rutschen gerät. Ja. Okay, also hinter mir seht ihr nochmal. Hinter mir seht ihr nochmal die Hochwaldbaude. Da gehen wir vielleicht auch mal hin im Sommer bei schönem Wetter, wenn es nicht so kalt ist. Und vielleicht auch mehr Aussicht. Ist ein bisschen was haben wir gesehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich gehe jetzt zurück zum Auto. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst gerne einen Daumen da und ein Abo. Abo ist wichtig, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Also sage ich jetzt schon mal ciao, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt erstmal ins Hotel zurück, da gibt es dann Frühstück. Also macht's gut, ciao. Ihr seht, es ist ganz schön neblig hier unten. Im nächsten Video seht ihr auf jeden Fall, wie das Wetter am Tagesverlauf wird, wenn wir durch die Mühlsteinbrüche gehen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Und es geht ganz schön steil hier. Also unterzug geht es definitiv schneller. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dann auch nochmal direkt das Stückchen Weg, wo ich nach oben gegangen bin. Der kürzeste und schnellste Weg, aber auch wahrscheinlich der steilste vielleicht. Aber man ist schnell oben. Okay, gut. Also, ich habe jetzt schon die Hälfte geschafft, fast, glaube ich, und bin dann gleich am Auto. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Genau, ich habe jetzt auf dem Weg nach unten überlegt, lade ich das Video hoch oder lade ich es nicht hoch? Macht das Sinn, weil ich wollte ja eigentlich einen Sonnenaufgang zeigen. Aber da ihr das Video jetzt sehen könnt, habe ich es hochgeladen. Ich denke, auch wenn es nicht geklappt hat, ist es vielleicht doch eine schöne Tour. Wir haben trotzdem was gesehen, als es kurz aufgerissen ist. Und es bleibt einfach mit Überraschungseffekt. Aber geht auf den Hochwald. Vielleicht auch am Tag, wenn die Hochwaldborde offen hat, gibt es da vielleicht einen kleinen Snack oder nehmt euch was mit. Auf jeden Fall
denke ich, hat man eine sehr schöne Sicht, wenn es klar ist von da oben. 749 Meter auf jeden Fall. Ihr habt hier einen super Weitblick. Man konnte kurzzeitig sogar den Jeschko sehen. Also, bis dahin. Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem gerne einen Daumen da. Schreibt was in die Kommentare. Was denkt ihr jetzt über das Video? Habt ihr Tipps? Habt ihr Hinweise zu Sonnenaufgängen? Oder würdet ihr das nie im Leben machen, so zeitig aufstehen? Also, und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, wie gesagt, heute geht es nochmal in die Mühlsteinbrüche. Dann lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch nicht die kommenden Videos. Also, dann macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Achso, im Übrigen, wenn ihr 8 Uhr wieder vom Parkplatz weg seid, bezahlt ihr keine Parkgebühren. Ich habe auch geguckt, ich habe überlegt, aber es ist jetzt noch nicht mal 7.15 Uhr, also bin ich weit vorher weg. Dann braucht ihr auch nichts an Parkgebühren und am Parkplatz bezahlen. Wo der Parkplatz ist, das seht ihr direkt an der Route, wo die Route startet, dann unten in der Videobeschreibung.